So, meine Lieben, heute sind wir nochmal in Unterfurt, aber nicht mit Linienverfolgung, sondern wir haben ein kleines Problem beim Kreuz Unterfurt. Ein kurzes Video, aber ja, ich glaube, das hat es in sich, denn Kreuz Unterfurt ist mal wieder am Sperren. Zu viele Züge, die sich gegenseitig blockieren. Die Datei heißt Unterfurt Kreuz wieder zu. Mal gucken, wie sich das jetzt gleich auflöst. Aktuell sieht es ja so schlimm gar nicht aus, aber das Video habe ich damals gedreht und dann genannt, dass das ganz zu war. Naja, mal gucken, was noch so kommt. Ich glaube einfach, dieses Signal vor dem Tunnel muss verschwinden, weil dieser ICE, der von oben links kommt und jetzt da vor dem Tunnel steht, der blockiert einfach sinnlos das Kreuz. Man müsste da einfach das Signal entfernen und ja, dann könnte der halt erst auf die Kreuzung einfahren, wenn man sie auch ganz verlassen kann. So. Aber sonst funktioniert es eigentlich gut. Okay. Das mit dem Abbiegen da ist jetzt schon wieder unpraktisch. Naja. Deswegen ist das auch nicht der letzte Weltstand, den es gibt. Die Welt ist jetzt schon wieder ganz anders mittlerweile. Aber das ist noch ein langer Weg bis dahin. Naja, gut. Die von rechts können da auch manchmal durch. Alles wieder mit 1,4-facher Geschwindigkeit, damit es ein bisschen schneller geht heute. So, aber die armen ICEs, die brauchen zu lange, um da durchzukommen, ne? Die friemeln sich da durch. So, also so zu finde ich Kreuz Unterfurt gerade gar nicht. Hier geht es Richtung Harzberg. Auch kein Stau vor dem Tunnel. Und der IC3 schafft es nicht, den IC1 zu überholen. Aber gut, die sind ja alle gar nicht so langsam. So, hier ist noch schlecht bewertet. Wo bleiben denn die ICEs, die da hin wollen? Nee, da nicht. So, da möchte jetzt mal endlich dieser ICE hin.
Und jetzt staut es sich ein bisschen bei der Abfahrt. Okay, ziemlich viele ICEs. Ah, da war noch dieser Nervi-Zug. Wird er noch überholt? Das wird knapp. Okay, schafft er noch. Oh, die wollen beide da raus. Der will auch da raus. Okay. Krass, wie viele nach Saarbrücken wollen. Der nicht und der wahrscheinlich auch nicht. Doch, der will auch schon. Alter, krass. Und den verfolgen wir jetzt noch ein Stück, bis wir den Nervi einholen. Und dann heißt es auch schon wieder, Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Gottes Segen an alle Zuschauer. Wir sehen uns morgen an der gleichen Stelle wieder. Mal gucken, was wir da machen. Kreuzunterfurt war gar nicht so schlimm wie gedacht eigentlich in diesem geplant, genau. Eigentlich gedacht nach dem Titel zu urteilen. Naja, dann macht's mal gut. Bis dahin und tschüssi.